Hallo und willkommen zur neuen Ausgabe der Nintendo eShop Games Selection. Hier sind Dennis und Hagen von gamersglobal.de. In dieser Folge stellen wir euch neuere Spiele vor, die allesamt von deutschen Studios entwickelt wurden. Wir reparieren die Welt in Minute of Islands, bauen entspannt in Islanders Console Edition, kämpfen uns in Resolution durch digitale Sphären und entdecken unerforschte Inseln in Curious Expedition 2. Wir Deutschen lieben gute Adventures und Minute of Islands von Studio Fizbin ist ein Paradebeispiel für ein solches. Vordergründig erzählt es die Geschichte der jungen Mechanikerin Mo. Doch das Adventure bietet noch so viel mehr Inhalte. Es geht um vier Riesen, den vergangenen Untergang der Welt und den Kampf mit sich selbst. And a girl named Mo. Auf eurer Reise durch die nahezu menschenleere und von giftigen Pilzsporen befallene Welt ist der Omni-Switch euer bester Freund. Mit dem Multifunktionswerkzeug repariert ihr Maschinen, leitet den Stromfluss um oder lasst euch den Weg weisen. Abgesehen von den Reparaturarbeiten muss Mo aber auch immer wieder auflockernde Hüpfpassagen absolvieren. Weil Pfade nicht immer sofort offen stehen, müsst ihr auch mal Leitern bewegen oder Bootswracks verschieben. Die handgezeichnete 2D-Welt von Minute of Islands ist ein großes Highlight. Stilistisch erinnert sie an Serien wie Adventure Time und besticht durch kleine Details. Eine Couch wird zur Treppenstufe und wenn einer der Riesen erscheint, kann einem schon mal ehrfürchtig die Luft wegbleiben. Aufbauspiele erfreuen sich hierzulande besonderer Beliebtheit. Der Berliner Entwickler Grizzly Games verfolgt bei Islanders Console Edition einen etwas anderen Ansatz. Hier wird Städtebau zum Punktejagdpuzzle. Ihr beginnt mit einem leeren Inselchen und habt die Wahl zwischen zwei Sets an Gebäuden, zum Beispiel einer Mühle und einer Algenfarm. Jedes Gebäude hat andere Vorlieben, die sich auf die Punkte auswirken. Schamanen werden am liebsten weit weg von anderen in der Natur platziert, doch Hausbewohner leben gerne in ihrer Nähe. Punkte gibt es immer nur beim Ablegen der Gebäude, der Schamane zieht euch also keine für die später platzierten Nachbarn ab. Mit jedem weiteren gewählten Gebäudepaket erhaltet ihr obendrauf ein paar weitere Häuser, um die schon errichteten Fischerhütten und Co. zu erweitern. Da gilt es, den Inselplatz gut auszunutzen, da zum Beispiel Steinmetze auf Felsen gebaut werden müssen. Und darin liegt der Reiz, denn nur wenn ihr clever baut und viele Bonuspunkte einheimst, erreicht ihr den nötigen Punktestand, um weitere Gebäude zu erhalten. Gehen euch die Häuser aus, seht ihr euren Highscore und könnt direkt den nächsten Anlauf wagen. Alternativ baut ihr im freien Modus ganz unbeschwert zur entspannten Musik. In Resolution vom Mainzer Studio Monolith of Mainz müsst ihr euch als stark gealterter und von Augmentierungen durchsetzter Killer durch eine schmucke Pixelwelt kämpfen. Das dient auch dem Zweck, euer Gedächtnis wieder zu erlangen. Netterweise werdet ihr von der vorlauten KI Alibi begleitet. Im Verlauf der interessanten Story wird aber schnell klar, es steckt mehr hinter dem Ziel, eure Erinnerungen zu finden und das Imperium zu stürzen. Bei kryptischen Gesprächen mit NPCs erhaltet ihr immer wieder Infofetzen und entspinnt die Geschichte so nach und nach. Die Kämpfe in Resolution spielen sich flott und fordern dementsprechend gute Reflexe. Mit Schusswaffen setzt ihr euch ebenso zur Wehr wie mit euren blanken Armen. Neue und nützliche Fähigkeiten wie kurzzeitige Sprints erleichtern nicht nur die Kämpfe, ihr Einsatz macht auch einfach Spaß. Natürlich müsst ihr euch auch gelegentlich Bossen stellen. Hier drehen das Spiel und der packende Soundtrack richtig auf und Resolution kriegt leichte Bullet-Hell-Ansätze. Zum Schluss ziehen wir aus, um die große weite Welt zu sehen. In Curious Expedition 2 von Maschinenmensch aus Berlin erlebt ihr auf unerforschten Inseln fantasievolle Abenteuer mit verrückten Maschinen, verfluchten Artefakten und Co. Dafür versammelt ihr Gefährten, die euch im Kampf beistehen, aber auch mal für Streit in der Gruppe sorgen. Der an Tim und Struppi angelehnte Comic-Look setzt eure Reise dabei äußerst charmant in Szene. Rüstet euch vor dem Start eurer Expedition gut aus, wenn ihr auf der Karte die Gegend durchquert, verbraucht es nämlich die geistigen Kräfte eures Trecks. Wer auf felsigen Inseln Kletterwerkzeug dabei hat, spart seine Kräfte. Mysteriöse Ruinen und Begegnungen mit den Ureinwohnern sorgen für interessante Erlebnisse, es wird aber auch schnell gefährlich.
Im Kampf würfelt ihr, ob eure Figuren angreifen oder unterstützende Fähigkeiten nutzen. Da ihr aber auch Würfel kombinieren und Items einsetzen könnt, kommt die Taktik nicht zu kurz. Ihr könnt übrigens wählen, ob eine besiegte Truppe nur nach Hause zurückkehrt oder die Konsequenzen schlimmer sind. Erfüllt die Hauptquest einer Expedition, um zurück in eurer Basis in Paris neue Spielfiguren und mehr freizuschalten. In der Kampagne kommt ihr nach und nach dem Geheimnis eines weltenverschlingenden Nebels auf die Spur, doch auch nach Ende der Story könnt ihr euch im Direktor-Modus neuen Herausforderungen stellen. Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe der Nintendo eShop Games Selection. Vielen Dank fürs Zusehen.